Früh am Morgen. Geschäftiges Treiben am neuen Messegelände in München. Der zweite ökumenische Kirchentag öffnet für seine Besucher die Pforten. Alleingelassen wird hier niemand. Fleißige Helfer weisen den Weg und stehen für Fragen zur Verfügung. Halle B4. Am Stand der Aktion Mensch werden noch die letzten Absprachen getroffen. Dann kann's losgehen. Viele junge Menschen betreuen die Besucher am Stand der Aktion Mensch. Vielfalt auch hier. Elspeta beispielsweise kommt aus Polen und studiert in Deutschland BWL. Ich komme ehrlich gesagt aus einer traditionellen Familie, wo es einfach viel Wert auf die Kirche gelegt ist. Und das hat mich sehr angesprochen und ich bin sehr froh, hier zu sein. Im Team der Aktion Mensch arbeiten behinderte und nicht behinderte Menschen zusammen. Maria ist zuständig für die Bewirtung der Gäste. Sie hat schon Erfahrung in der Gastronomie. Ich habe beim Kaffee im Klinikum angefangen, letztes Jahr im September, und dann durfte ich jetzt hier mitfahren. Wo sind Sie denn zu Hause? Traunstein. Spannende 3 Tage mit vielen Aktionen und Informationen warten hier auf die Besucher. Die Initiative diegesellschafter.de weckt Interesse. Seit 2006 stellt die Aktion Mensch an die Gesellschaft Fragen und regt damit zum Nachdenken an. Was bedeutet es, Mensch zu sein? Was ist Inklusion? Und warum ist Inklusion wichtig? 2,2 Millionen Besucher beantworten auf der Internetplattform der Aktion Mensch diese Fragen. Mit mehr als 200.000 Beiträgen entwickelte sich diegesellschafter.de zu einer wichtigen gesellschaftspolitischen Diskussionsplattform. Die Begeisterung für das Projekt ist sehr groß und auch stetig gewachsen. Wir machen das ja jetzt seit einigen Jahren und haben halt nicht wie viele andere Projekte am Anfang einen großen Peak gehabt und dann flacht es ab. Nein, wir haben einen großen Peak und das ist kontinuierlich weit leicht gewachsen. Vor allen Dingen, was die Debatten im Internet anbelangt, aber auch die Beteiligung an der freiwilligen Datenbank. Das muss man sich vorstellen wie ein schwarzes Brett mit Suchen und Finden, wo Organisationen, die noch ehrenamtliches Engagement gebrauchen können, so etwas wie inserieren. Auf der anderen Seite Privatpersonen einfach schauen können, ich habe am Wochenende mal 2-3 Stunden Zeit, wo kann ich denn in meinem Umfeld wirklich gebraucht werden, was interessiert mich? Die Frage nach der Inklusion behinderter Menschen beherrscht die Diskussion am Stand der Aktion Mensch. Eine Metapher soll dies verdeutlichen. Jeder einzelne Stuhl steht für ein Individuum in unserer Gesellschaft. Die Schilder regen zum Nachdenken an. Krass. Also ich finde das hart. Ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach verachtend. Diese Abschätzigkeit, so zum Beispiel auf einem Stand drauf, ich lasse sie mit dem Rollstuhl nicht ins Taxi, weil das ist neu und ich will keine Schrammen haben, das kann ich nicht verstehen. Also die Aktion Mensch fordert die Besucher auf, selber einen Stuhl zu gestalten. Die Skulptur, die dann aus den einzelnen Stühlen entsteht, hat eine Botschaft. Jeder einzelne Mensch bereichert durch seine Einzigartigkeit unsere Gesellschaft. Auch Menschen mit Behinderungen gehören dazu. Und das ist auch die Kernbotschaft der Initiative diegesellschafter.de. Ich wünsche mir für diegesellschafter.de, dass wir es schaffen, immer weiter am Puls der Zeit zu bleiben. Wichtig ist, da weiter vorne wegzubleiben, die Probleme nicht aus den Augen zu verlieren, aber immer wieder neue Lösungsansätze zu finden, um diese Probleme anzugehen.